Die katholische Kirche erschien vielen Menschen am Sonntag in ganz neuem Licht. Ich glaube, es ist ein Zeichen von Hoffnung, nicht nur für queere Menschen, sondern ich glaube auch für alle jungen Menschen, dass man sich nicht mehr rechtfertigen muss für Kirche, sondern dass man sich auch mal freuen kann und einfach auch mal stolz sein kann. Das Bistum Mainz will sich offiziell und feierlich einsetzen für Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle, also queere Menschen. Für mich ist es wieder ein Türaufmachen für Leute, die man irgendwie ausgeschlossen hatte lange Zeit. Queersensible Seelsorge soll gestärkt und gefördert werden. Wenn ich daran denke, wie das in meiner eigenen Jugendzeit war, wie sich das angefühlt hat, dann ist das hier eine Revolution. In der St. Quintin-Kirche in Mainz hat Bischof Kohlgraf feierlich Pfarrer Berger und Pastoralreferentin Schad mit dieser Aufgabe beauftragt. In seiner Predigt kritisierte er die katholische Glaubenslehre. Im Katechismus wird grundsätzlich die Wertschätzung gegenüber homosexuellen Menschen gefordert, aber konkret werden sie ihr Leben und ihre Beziehungen unter dem Urteil der schweren Sünde bewertet. Und damit muss Schluss sein. Niemand ist ein Schadensfall der Schöpfung. Alle sind geliebt. Gott hat sie alle so gewollt. Dabei ist der Versuch, die Sexualmoral der katholischen Kirche zu ändern, erst vor wenigen Wochen gescheitert. Bei der Kirchenversammlung Synodaler Weg im September war ein Reformvorschlag von konservativen Bischöfen in Deutschland blockiert worden. Dennoch geht das Bistum Mainz diesen Weg weiter. Es ist eine Gratwanderung für mich als Bischof natürlich, weil ich jetzt auch nicht sagen kann, ich erkläre den Katechismus für unwirksam. Das kann ich auch nicht tun. Aber ich halte den Katechismus in dieser Frage, das habe ich auch in der Predigt angesprochen, für zumindest sehr stark ergänzungsbedürftig. Ich sage sehr freundlich. Für Gläubige wie Ruth Gleisner vom Netzwerk katholischer Lesben sind es solche Signale, die sie weiter hoffen lassen. Das ist etwas, was mich auch weiterhin in der Kirche hält, weil ich minimale, aber doch auch immer wieder Schritte sehe, erlebe, die mich noch nicht ganz verzweifeln lassen. Denn einerseits finde sie Kraft in der Christengemeinschaft, andererseits leidet sie seit Jahren unter der Diskriminierung von Frauen und homosexuellen Paaren in der katholischen Kirche. Diese Ablehnung ist einfach ein Schmerz. Ihre Lebensgefährtin, mit der sie den Glauben teilte, ist inzwischen aus der Kirche ausgetreten. Ich kann sehr wohl verstehen, dass sie gesagt hat, diese herrlastige und männerdominierte Kirche ist nicht mehr ihre Kirche. Dennoch sei sie traurig darüber. Wenn man eine spirituelle Gemeinsamkeit teilt, dann ist es sehr schmerzhaft, wenn man dann sagen muss, ja okay, aber an Ostern, Pfingsten, Weihnachten feiern wir das nicht so richtig zusammen. Umso schöner sei es zu erleben, dass sich das Bistum Mainz nun offiziell für queere, also nicht heterosexuelle Gläubige einsetzt. Nach dem Gottesdienst wurde das mit Sektempfang gefeiert. Mit so Tagen wie heute wird der Optimismus immer größer, dass man vielleicht auch wieder zurückkommen kann und diejenigen, die sich schon verabschiedet haben, auch wieder zurückholen kann. Von daher müssen wir einfach hier vor Ort anfangen und vielleicht dann Rom ein bisschen schubsen in die richtige Richtung. Genau das geschieht gerade. Der Vatikan hatte die Segnung homosexueller Paare noch im letzten Jahr abgelehnt. Solche Verbindungen entsprechen nicht dem göttlichen Willen. Trotzdem sollen und wollen die Beauftragten in Mainz genau diese unterstützen. Es ist natürlich auch wichtig, ein bewusstes Zeichen zu setzen und nicht nur zu sagen, naja, alle segnen wir, sondern nein, ganz bewusst, wir segnen gleichgeschlechtliche Paare. Der Bischof weiß davon, dass wir dieses Angebot machen, dass wir dieser Mahnung aus Rom im letzten Jahr jetzt nicht entsprechen, sondern da auch sagen, es ist für uns gar keine Frage, dass Liebe gesegnet werden muss. Wer würde sich erlauben, jemandem den Segen Gottes zu verwehren? Als getaufte Christinnen haben wir ein Recht darauf, so steht es überall geschrieben. Das Bistum Mainz probt also den Aufstand, gemeinsam mit anderen in Rheinland-Pfalz. Auch in den Bistümern Limburg, Trier und Speyer gibt es Beauftragte für queere Menschen. Sie organisieren bunte Veranstaltungen, fördern Austausch, vernetzen und sorgen für Öffentlichkeit in der Kirche.
Für die, die noch dabei sind, die letzte Hoffnung. Ich muss sehen, funktioniert das? Entwickelt sich was? Oder verhärtet es sich wieder? Allen Widerständen zum Trotz wird gekämpft für eine neue Sexualmoral in der katholischen Kirche.